Nach circa 1300 Kilometer Anfahrt werden wir von der über dem Mittelmeer aufgehenden Sonne am Startpunkt unserer Reise, dem Kap de Creux, geweckt. Wir sind nach 15-stündiger Fahrt mit Auto- und Motorradanhänger erst um 4 Uhr morgens angekommen und haben geplant, die wenigen Stunden bis zur Morgendämmerung im Auto zu pennen. Unser Vorhaben? Wir durchqueren die Pyrenäen von Ost nach West, also vom Mittelmeer bis zum Atlantik. Hierbei wollen wir überwiegend unbefestigte Wege nutzen. Für die Hinreise planen wir 5 Tagesetappen und für die Rückreise auf kleinen, aber asphaltierten Straßen 2 Tage. Wir, das sind mein Enkel Ben, 17, auf seiner A1 Enduro von Wetter und meine Wenigkeit auf der erfahrenen R1200 GS mit dem nahezu 2,5-fachen Leergewicht des motorisierten Untersatzes. Nach dem Start geht es zunächst über kurvenreiche Küstenstraße und von dort aus über landwirtschaftlich genutzte Schotterwege. Wir pendeln uns langsam ein und finden zunehmenden Gefallen in diesen ersten und einfachen Offroad-Bedingungen. Es geht vorbei an zahlreichen Olivenhainen in westliche Richtung mit der Sonne im Rücken. Ein Spalier von Korkeichen säumt unsere Wegführung. Noch sind Steigungen und Gefälle überschaubar und damit genau in der richtigen Intensität, um sich im Wagen zu fahren. Noch nicht ganz 100 Kilometer erreicht in Macané kommt der Abzweig in Richtung des Restaurants Les Salines, dieses leider dauerhaft geschlossen. Eine erste Herausforderung wären doch die Kehren enger und steiler. Und auch die Bodenbeschaffenheit hat die ein oder andere üble Überraschung im Petto. Nach knapp 15 Kilometern ist es geschafft. Wir stehen am höchsten Punkt mit ungetrübter Fernsicht an einem Funkmast.
Wir befinden uns hier ganz nahe der französischen Landesgrenze auf über 1400 Meter Höhe.